So, und herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder bei munterer Laune oder so, keine Ahnung, frag mich doch nicht. Sieht aus wie ein Pfarrer. Jo. Genau. So. Operation Dach. Das Problem ist, irgendwie habe ich gerade doch irgendwie Lust, dass ich auch mal im Let's Play irgendwie so legit versuchen können, mal so ein AKW zu bauen. Also natürlich nur mit einem Kern. Und auch ohne, also einfach nur so einen kleinen Reaktor, so kleinen Kasten da. Aber so ist es, ne? Erst sag ich so, nee, auf dem Server baue ich auch auf jeden Fall kein AKW. Jetzt habe ich doch ein AKW gebaut. Jetzt habe ich doch gesagt, nee, im Let's Play bauen wir auch kein AKW, erst recht nicht. Jetzt überlege ich doch, ob wir ein AKW bauen. Einfach weil es Spaß macht. Die Sache ist, wie teuer ist denn sowas? Also, was wir jetzt komplett brauchen, ist dieses Konkrete. Das ist eigentlich relativ preiswert. Das ist jetzt nicht das Problem. Da brauchen wir Verbundplatte. Okay, vielleicht ist das doch ein Problem. Bronzebarren, Zinnbarren. Ja, gut, das ist alles Sachen, die wir produzieren könnten. Also, das ist dann wahrscheinlich doch kein Problem. Die Sache ist, wir brauchen davon. Alter, wir brauchen davon extrem viel. Okay, vielleicht wird es auch ein bisschen teuer. Ha! Ja. Also, das brauchen wir. Das ist quasi der äußerste Mantel. Denn der innere Mantel ist dann quasi Lid. Ne, Lidschatten. Das haben wir schon direkt gefunden, so ein Zeug. Dieses ganze Lid haben wir schon massiv gefunden. Da brauchen wir, wie gesagt, auch diese Blöcke. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir von dem Zeug. Da haben wir mittlerweile einiges eingesammelt, aber garantiert noch bei weitem nicht genug. Bei weitem noch nicht genug. Hier das Zeug. Da brauchen wir alleine 9 für einen Block. Das heißt, mit dem, was wir haben, haben wir noch mehr. Ah, ja, wie ist hier? Hier haben wir noch einen Block. Hier haben wir auch noch. Gut, okay. Also, hiermit kriegen wir schon 11. Hiermit dann gerade mal 5 Maximum, also mehr als 5, aber halt, ne? Und hiermit dann auch nochmal, also da sagen wir mal, hier mit den beiden zusammen kriegen wir nochmal 8 Stück. Das reicht halt hinten und vorne nicht. Wir bräuchten halt noch viel mehr. Ich meine, von Lied brauchen wir gar nicht so viel. Da haben wir Ave Maria Josef, 25, 50. Plus 24? Nein. Gott. Was? Keine Ahnung. Also, wir haben unten eine Platte 5x5. Das ist 25. Oben dann auch nochmal eine Schicht 5x5. Auch 25. Und dann quasi drei Ringe, die jeweils auch einen Durchmesser, genau, von 5 haben. Das heißt, wir haben Kante 5. Kante 5, dann nochmal jeweils 3. Das wären also insgesamt 16 pro, ne? Und davon aber 3 Ringe, weil wir haben ja Kantenlänge jeweils 5. So. Also so ein Klartext. 3 mal 6 sind 48. Das nochmal plus 50, kommen wir auf 98. Wir brauchen also 98 fucking Blöcke von diesem Lied. Also ungefähr 1000 mal so viel, wie wir gerade haben. Also ist ein bisschen sehr teuer. Ja, wie gesagt, also das brauchen wir. Dann brauchen wir, wie gesagt, dieses explosionsfeste Konkretzeug. Da brauchen wir, das kommt quasi um das Blei drum herum. Das heißt, das hat dann eine Kantenlänge von 7. Das heißt, wir haben 2 mal 7 mal 7, also 49 plus 49. Haben also alleine für die unterste und für die oberste Schicht bereits 98. Und dann jeweils nochmal, wie gesagt, die vier Außenwände, die vier Seitenwände. Das wäre dann quasi jeweils dann halt, ne, 5, weil Kantenlänge 7, sind also noch 5 Ringe übrig. 5 mal, wenn man es jetzt einfach rechnet, mal 6. Da sind wir also bei 5 mal 36, das 3 mal sind also 120. Ja, habe ich das richtig gerechnet? 5 mal 3, doch genau, ist richtig. 5 mal 6.
Genau, 5 mal 6, also genau, sind 30, mal 100, also 120 plus 98. Da sind wir also bei gut 218. Es wird also nicht weniger. Und jetzt müssen wir mal gucken. 218. 218 von den Dingern brauchen wir. Um. Was? Hä? Ah. Um 5 herzustellen, brauchen wir 4 mal das hier. Okay, den konkrete Block lassen wir erstmal außen vor. Brauchen wir 5. Machen wir es also einfach. Bei 220 brauchen wir dann also 176. Also ungefähr 176 von den Dingern. So, 176 mal diese Dinger heißt also, wir brauchen 176 mal das Ding. So, das heißt 176, ne, wir haben ja immer 9 von je, sind insgesamt 9 Stück. Das heißt, wir brauchen als Verhältnis immer 1 zu 3. Das heißt, um 1 hiervon oder um 3 hiervon herzustellen, brauchen wir jeweils 1. Das heißt, die 176 müssen wir auch wieder durch 3 teilen. Alter, was ist denn das Gerechne hier? Das sind dann. Oh. Oh. 176 durch 3. Das sind. 50. Nein. 5. Nein. 100. Nee. Wait a second. Wir haben doch hier unseren super schlauen Computer. Wo ist denn der? Da. Nein, ich wollte den einschalten. Ich wollte den. Danke. Taschenrechner. So. 1, 7, 6 durch 3. Bup. So. Wir brauchen also. Das geht sogar. Gerade mal 60 von jeweils diesen Materialien. Das geht sogar. Weil. Chrom haben wir schon fast so viel. Was brauchen wir? Wir brauchen genau. Achso, Edelstahl. Genau, also das kriegen wir locker hin. Weil die kriegen wir locker hin. Wir haben massig Stahl, wir haben massig Kohle. Also das kriegen wir locker hin. Chrombaren haben wir auch massig. Das kriegen wir also auch locker hin. So, was war das andere? Oh, immer dieses Durchklicken hier. So. Ja, Bronze haben wir auch massig. Und Zinn. Zinn da. Genau, wir haben massig Zinn und aus Zinn können wir halt sowohl rein Zinn machen, klar, als auch denn mit Kupfer denn Bronze. Also das ist tatsächlich, ist sogar machbar. Holy shit, das ist ja machbar. Klang erstmal teuer, aber wir haben mittlerweile so viel Scheiße, dass wir das echt stemmen könnten fast. Also wir müssen noch mal ein bisschen was holen, klar, aber das ist bloß so ein bisschen. So, jetzt mal gucken, wie wird denn Konkrete gemacht? Wie wird konkret gemacht? das sieht mir zu teuer aus. Gibt es noch was anderes? Nö. Warum braucht man dafür so viel Scheiße? Das ist doch bloß ein bisschen Beton. Also Kies haben wir. Sand haben wir. Für Beton braucht man Stahlstangen? Was für ein Beton machen die da? Stahlbeton oder was? Hey, was ist mit denen los? Ich meine, gut, wir haben massiv Stahl, also das wäre auch kein Problem. Aber es wundert mich halt gerade, wofür man Stahl im Beton braucht. So, und dann wie Zement. Okay, das sieht schon ein bisschen beknackter aus. Vor allem, das ist hier wieder mit einem Wassereimer. Das heißt, wir müssen dann wieder immer Wasser auffüllen, Wasser hier reinpacken, dann dreimal rausnehmen, dann wieder Wassereimer rausnehmen, Wasser auffüllen, Wasser reinpacken. Das, ne, diese Kacke müssen wir hier dann wieder machen. Und das ist Dark Grey. Gott, da brauchen wir Farbstoff. Ah. Also schwarzen Farbstoff kriegen wir einfach. Das ist einfach hier, ne, Kohle haben wir massig. Aber weißer Farbstoff. Weißen Farbstoff, von wann kriegen wir den? Nur von Blumen. Oh Gott, das heißt, wir werden wieder eine Menge Blumen suchen müssen. Gut, ich meine, weiße Blumen haben wir zum Glück hier eine Menge, aber wir brauchen auch eine ganze Menge. Okay, das heißt also, fassen wir mal kurz zusammen, die Außenhaut des Atomreaktors wäre sogar machbar. Aber wir brauchen ja, gut, Wasser brauchen wir auch, aber Wasser ist Witz. Aber wir brauchen ja auch noch den eigentlichen Urankern, ne?
Und da gucken wir mal ganz kurz, wie der gemacht wird. Das ist dieser Urankern. Und der braucht auch wieder... Das geht ja voll. Okay, ich dachte, du brauchst jetzt dafür super, super Sachen, so wie Diamanten und Mese und jeweils drei Blöcke und so Scheiße. Kohlefaser. Okay, das... Oh. Kohlestab? Lol, das kann man direkt machen. Okay, das ist cool, das können wir also auch direkt machen. Das ist nicht schlecht, das ist echt nicht schlecht. Dann nochmal kompressen, ja klar, also zweimal komprimieren quasi. Und dann hat man daraus diese Platten. Gut, das heißt also, die Sachen können wir machen, was können wir machen? Da haben wir massig, das Ding haben wir auch noch mindestens einmal. HV-Kabel, wie geht ein HV-Kabel? Okay, jetzt auch ein Witz, es wird immer wieder stacken. Ja genau, immer wieder stacken. Gummi können wir auch machen, Kleber haben wir ja. Gut, das heißt also, das Ding können wir auch bauen. Ja. Aber dann... Dann kommt ja das Schwierigste. Weil das Schöne ist, weswegen ich mich ja persönlich für diesen Wasserkasten da entschieden habe, ist, weil das ist unendlich. Und funktioniert sofort. Also gut, man muss halt Wasserströmung erzeugen. Das Problem ist, für den Uran braucht man Uranstäbe. Da brauchen wir erstmal Uran für. Haha. Wie der Name ja sagt. Und Uran, so eine Stäbe brauchen wir. Und angenommen, wir wollen den so einen Kern voll machen, in so einen kompletten Urankern. Also in so einen Uran, ne, dieses Ding, was ich gerade gezeigt hatte. Da passen 6 Stacks hiervon rein. Also 6 mal 99. Oder für die, die rechenfaul sind, 594. So. Das bedeutet also... Egal, so viel bräuchten wir zur Not nicht. Angenommen, wir machen einfach nur 100. So, das heißt, für 100 bräuchten wir 5 von den Dingern. Oh Gott, mit Prozentwerten? Ernsthaft jetzt? Oh Gott, 0%, 7%, 3,5. Okay, das werden wir nie schaffen. Das werden wir sowas von dem Leben nie schaffen. Ja gut, das ist ein Block. Fossil-Uranstaub. Hä? Ernsthaft jetzt? Also die Blöcke bekommt man, indem man das Staub kocht. Und den Staub bekommt man, indem man die Dinger grindet. Ja, danke dafür für die Information. Also es ist jetzt wirklich interessant. So, daraus bekommt man einen Uranklumpen. Und aus dem Uranklumpen bekommt man 0,7 fossilen Uran. Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Bisschen irritiert. Hä? Warum ist das gleiche Rezept 20 Mal drin? Das macht genau genommen so 1,3%, Digga, 0, wollte mich verarschen. Nee, das ist jetzt hier. Oh Gott, man muss sich das denn zurecht mischen. Warum tauchen die denn hier nicht auf? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie macht man das denn? Also wir brauchen dieses... Was brauchen wir? 3,5er, ne? Genau, 3,5er brauchen wir. 3,5er. Und das bekommen wir ausschließlich durch 3,5er. Das bekommen wir aber nur durch Grinden. Yeah.
Wie sollen wir denn aus dem Zeug das Zeug gewinnen? Da musst du irgendeinen Weg hingeben. Das macht halt absolut keinen Sinn gerade. Was will der hier von mir? Klar, weil es muss ja immer, ne, im Verhältnis muss immer so sein, dass in der Mitte 0,7 rauskommt. Das heißt, jetzt haben wir 1,0 und 0,4, genau. 1,1 und 0,3, klar. 1,2 und 0,2 ist okay, langsam ist ja gut jetzt hier. 1,3, 0,1, Digga, was mich verarschen jetzt. 1,4 und 0,0. Ist aber immer alles nur 0,7er. Aber wie kommt. Erstens, wodurch entsteht das Zeug hier? Wie entsteht das? Ich hab keinen Plan. Das macht so absolut keinen Plan. Grant me kreativ. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr? Nein. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das gerade echt nicht. Okay, lass mal keinen Test machen. Ich mache jetzt hier, ne? Ich will das immer ein bisschen rumtesten. Deswegen, ich leere mal kurz ganz kurz meine Taschen. Und dann probieren wir mal ein bisschen rum. Also angenommen, das Zeug liegt jetzt hier irgendwo rum. Also angenommen, es liegt jetzt hier rum. Ne? Und darum. Was bekommen wir denn daraus? Uranpump. Achso, ich habe jetzt nur einen bekommen, weil ich immer noch im Kreativmodus bin. Krieg ich keinen Schaden davon? Oh doch, ich krieg Schaden. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil von Uran kriegt man normalerweise, wenn man in der Nähe ist, Schaden. Was ja auch so super sinnfrei ist, ne? Weißt du, man kann nicht daneben stehen, aber man kann es abbauen und dann in der Tasche haben. Da passiert dann gar nichts mehr. So, Revoke. Oranix. Kreativ. Ja, also das hier gerade so eine kleine Testfolge. Ich bin mich gerade echt ein bisschen verwirrt. So, jetzt haben wir Uran. Also jetzt kriegen wir auch keinen Schaden mehr. Weißt du, wir können es direkt in der Hand halten und kriegen keinen. Ist egal. So, was muss ich jetzt damit machen? Uranlamp. Kann ich das jetzt grinden? Oder ich schmeiße einfach nur einen rein. Genau, das ist die Schleifmaschine. So. Ich krieg daraus 0,7er. Und jetzt muss ich, kann ich jetzt, weil 0,7 ist ja, 3,3 ist ja die Hälfte davon, ne? Kann ich hiermit irgendwas machen, was dann irgendwie auf 3,3 rauskommt? Wie komme ich von hier auf die anderen Arten? Das würde mich halt mal interessieren, weil das ist jetzt wirklich das, was wir jetzt bekommen, wenn wir das abbauen würden. Warte mal ganz kurz, gibt es dafür irgendwie was anderes, eine Zentrifuge oder so ein Scheiß? Mittelspannungstransformator? Ne, wow. Ja, ich hätte euch mal ein Bild angucken können. Schleifmaschine, Kohlegenerator, Freezer, was ist das denn? Was macht denn der? Also ein Frierer, ne? Aber warum irgendwas gefrieren? Ha. Kompressor, Ofen, Zentrifuge. Ja, leck mich am Arsch. Da brauchen wir wahrscheinlich so ein Ding. Und damit können wir es dann entweder höher oder niedriger. Ne? Okay. Heilige Scheiße. Tja, das heißt, wir brauchen früher oder später. Die Frage ist, wollen wir das im Let's Play mal wirklich probieren? Einfach mal versuchen, wirklich so weit zu kommen. Jetzt uns darauf konzentrierenderweise so weit zu kommen, dass wir irgendwann mal tatsächlich hier, ne, High-Level-Stuff haben, wie man so schön sagt. Weil dann müssen wir quasi erstmal eine Zentrifuge bauen.
ne, um quasi damit dann das Uran, wie sagt man? Ja, Mann, zu zentrifugieren. Leck mich am Arsch. Also das quasi, da gibt es einen Fachbegriff dafür. Nicht aufzubereiten, sondern, oder heißt das doch Aufbereitung? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall quasi, um das halt zu konzentrieren. So. Ja, Batteriebox ist egal. Die Kühlungsluft ist auch egal. Extraktor macht auch keinen Sinn. Also ich schätze mal wirklich, wir brauchen das Ding hier. So, Metallwerkstatt. Lol. Mal gucken, gibt es noch was bei Highvolt? Ist da auch nochmal eine Highvolt-Zentrifuge? Nee, ne? Hier gibt's eigentlich gar nichts mehr. Hier gibt es bloß noch einen Kohlegenerator und eine Highvolt-Batteriebox. Also, Highvolt macht halt gar keinen Sinn. Highvolt ist wirklich nur für die Spannungsversorgung. Nutzgeräte gibt es hier keine. Dort gibt es nur in der Mittelvolt-Klasse. Ja. Tja, da würde ich mal sagen. Wie baut man dich? Kupferplatte, ach du Kacke, Kupferplatte, lalala. Also gut, jetzt. Noch ein Diamantbohrkorb. Die sind doch so teuer. Alles andere geht halt. Gut, das Ding wird auch wieder teuer. Na gut, ich meine, okay, da brauchen wir einen Mesekristall für. Ist jetzt nicht so. Ein Block. Wir brauchen einen Block dafür. Die ist aber schon klar, dass das gerade. Okay. Schon klar. Okay, aber ansonsten insgesamt, also abgesehen davon, weil hier brauchen wir auch wieder 4 Diamanten und hier brauchen wir, ne? Für 9, daraus bekommen wir 2, heißt also, wir brauchen für so ein Ding, da brauchen wir ja 1 davon, also 4,5 Mesekristalle und 4,5 und 4 Diamanten. Warum ist High-Level-Stuff so teuer? Ich komme mir gerade vor wie bei so einem RPG-Spiel. Scheiße. Was mache ich jetzt hier? Nein, ich wollte da hoch. So, wollen wir mal gucken. Okay, das hier haben wir uns redlich erarbeitet. Spaß. Nein, was soll ich gerade? Genau. Ja, gut, da haben wir noch 36 von. Also das würde tatsächlich funktionieren. Achso, wir haben. Wow, oh wow. Warum haben wir so viel davon? Wo kommt der ganze Scheiß her? Okay, also das geht denn tatsächlich doch. Ja, nochmal 4 Diamanten. Ich meine, gut, wir brauchen ja die Diamanten für nichts anderes. Von daher kann man dafür schon nochmal 4 opfern. Vor allem, das Schöne ist ja, diese ganzen Sachen, ne, so wie jetzt diese Zentrifuge, die baust du halt einmal. Ist ja in dem Sinne kein Werkzeug, ne, was du einmal baust, sondern verschleißt es schon, dann ist irgendwann kaputt. Ist ja hier nicht. Ne? Die Zentrifuge brauchst du einmal und dann hast du sie ja für immer. Von daher kann man das auch schon machen. Das ist schon in Ordnung. Aber man muss es halt machen. Tja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall unser Keller doch ein bisschen erweitern. Hier müssen noch ein paar mehr Geräte rein. Das wird so geil. Ich glaube, das Ding reißt sich wieder raus. Das Ding war der größte Schwachsinn. Das Ding kommt komplett wieder raus. Da mache ich hier meine LV-Abteilung. Also das Ding bleibt so, wie es ist. Aber hier baue ich nochmal so ein Kack wie hier hin. Aber halt für Mittelvolt-Technik. Ich glaube, das machen wir tatsächlich so. Und zwar jetzt gleich. Das heißt, aus dem Kreativmodus bin ich wieder raus. Genau. Dann schmeiße ich mal kurz die Sachen hier weg. Weg damit. So. Alles, was ich im Kreativmodus bekommen habe, ist jetzt wieder weg. Genau. Die Scheiße reiße ich komplett raus. Und dann gucken wir mal weiter. Ist hier was drin? Ja, Blätter. Aber ja, klar. Ja, der Ofen hier, der war komplett für die Katze. Das hat ja gar nicht funktioniert hier, so wie wir wollten. Oh, stimmt. Der hatte ich ja noch die Sachen für. Ha! Ja. Gut, dann muss ich da irgendwo alles hinpacken. Die Frage ist halt nur, wo? Hier sieht es gut aus. Ja, komm. Warum nicht?
So, dann gucken wir mal. Blätterkiste. Die ist falsch. Da, die hier, das war die einfachen Blätter, genau. Und die dunklen Blätter, die kommen hier rein. Ne, die hell. Okay, dunkle Blätter haben wir gar keine Kiste für. Scheint nicht so. Egal, kommt trotzdem mal rein. So, easy. Okay. Gut, das heißt, ja, erstmal alles abbauen. Komplett alles abreißen. Wo ist meine Axt? Meine wunderschöne Axt. Wo ist sie denn? Da. Achso, meine. Die richtige Axt, ne, ist ja eine Spitzhacke. Die richtige Axt kann ich auch mal mitnehmen. Gut, okay, für die paar Kisten lohnt sich das jetzt hier nicht wirklich, aber egal. So. Okay, okay. Ja, diese Injektoren sind natürlich. Leider kann man die nicht upgraden. Dass man da ein paar zusammensetzt und dann hat man so eine gelbe, weißt du? Das geht leider nicht. Das wäre ein bisschen. Das wär natürlich geil. Kann man doch so irgendwas machen? Nee, ne? Oh ja. Geht ja nicht verloren. Diese wunderschöne Technik hier. Die zwar ein Krampf war irgendwo und dann letztendlich auch nichts gebracht hat. Aber gut. Warum sind die eigentlich Blätter? Wait a minute. Kann es sein, dass die irgendwann mal rausgedroppt sind und beim Rausdroppen tatsächlich platziert wurden? Kann das sein? Passiert sowas? Oh, ne, die Fackel baut man gleich wieder auf. Ohne der ist hier ganz schön dunkel drin. Ich pack sie mal hier so hin. So. Guck mal, ist die Blätter hier nochmal. Ist doch verrückt. So, Operation. So. Einmal alles eingesammelt. Und dann gucken wir mal. Die Reihe hier oben ist auch weg. Sehr schön. So, dafür kommt ihr denn hier unten hin oder packen wir unten wieder Batterien hin? Weil ich bin noch am überlegen, ne, dass wir hier komplett eine LV-Anlage haben, die komplett in sich einfach geschlossen ist, die an sich halt arbeitet, ne, so wie sie halt arbeitet. Und hier halt eine MV-Anlage ist, die auch quasi in sich geschlossen ist. Die einzige Verbindung zwischen den beiden Anlagen ist der Transformator, der aus der LV MV macht. Ne, es gibt ja hier diese Transformatoren, die habe ich ja auch in meinem Kraftwerk genutzt, um quasi aus höheren Spannungen niedrige Spannung zu machen. Und die funktioniert natürlich auch umgekehrt. Heißt also, man kann auch aus niedrigen Spannungen höhere Spannungen machen. Da hat man zwar höhere Verlustleistungen, aber hier im Spiel gibt es sowieso keine Verlustleistung. Wobei doch, es gibt die Verlustleistung. Ist der vielleicht ist hier denn auch höher? Mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Passt das so von der Größe her? Doch. Hier ist genug Platz. Da passt ein bisschen was rein. Zur Not können wir später noch erweitern. Hier muss doch noch irgendwo eine Tür rein. Ich glaube, das machen wir direkt mal hier. Und du, mein Lieber, gehst mir gerade ein bisschen auf den Sack. Du kommst weg. So, dann kommt nämlich hier die Tür rein. Dann können wir die beiden Dinger wieder hin. Halt. Hier die Dinger wieder hin. So und so. Da kommt die Tür rein. Ich hätte mal noch eine Schippe mitnehmen sollen. Hab ich noch eine Schippe? Und am besten auch gleich Fackeln. Schippe und Fackeln. Ja, ich hab. Ach doch, da oben. Alles gut. So, Schippe. Haben wir auch noch eine. Sehr gut. Blätter, Blätter, Blätter. Überall Blätter. So, ich würde mal sagen, Rest. Also hier ausholen und so machen wir in der nächsten Folge. Und dann geht's hier ab. Der geht ja ab wie Schmitz Katze. Dann bauen wir eine MV-Anlage. Geil! Fick die Henne! Was? Ja, bis dann.